Sie sind hier, 25. Dezember 2018, 15.33 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, er hat nach wie vor eine sehr hohe Meinung von Ex-Spieler Xabi Alonso. Urheberrecht Getty Images. In der Krise vermisste Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge eine Persönlichkeit wie Xabi Alonso und wünscht sich dessen Rückkehr. Auch das Hierarchie-Thema treibt ihn um. Mit 7 Pflichtspielsiegen war der FC Bayern bärenstark in die Saison gestartet, ehe der Rekordmeister dann vom Kurs abkam und seitdem Herbstmeister Borussia Dortmund hinterher hechelt. Einige hätten nach zuletzt 6 Meisterschaften in Folge gedacht, die Saison werde wieder ein Selbstläufer, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge nun dem Kicker, wie so oft in den letzten Jahren Anzeige, jetzt das neue Trikot von Bayern München kaufen, hier geht es zum Shop Rummenigge, wichtig ist eine klare Hierarchie, wie es dazu kam. Ein Problem habe die Rotation verursacht, weiterhin sei die Hierarchie im Kader zwischenzeitlich etwas verschwommen gewesen, meinte der Bayern-Boss. Wichtig ist eine klare Hierarchie. Wir hatten Manuel Neuer hinten, Lewandowski vorne. Ansonsten war nicht so klar, wer Häuptling und wer Indianer ist. Vielleicht dachten einige Indianer, sie seien Häuptlinge, so Rummenigge. Deshalb habe er in der sportlichen Krise im Herbst einen Spieler am meisten vermisst, Xabi Alonso, der spanische Weltmeister, der 2017 seine Karriere bei den Bayern beendet hat. Er war 35, der General im Mittelfeld. Er hat jeden Ball angezogen, die Bälle magisch verteilt, das Spiel mal langsam, mal schnell gemacht. Ihm haben sich alle unterstellt. Xabi hat schnell gedacht und schnell gespielt, erklärte Rummenigge. Bayern-Boss hofft auf Alonso Rückkehr. Der Bayern-Boss würde sich wünschen, dass er irgendwann zum FC Bayern zurückkehrt. Ich glaube, er wird ein super Trainer. Xabi strahlt eine natürliche Autorität aus, hatte selbst Top-Trainer, spricht mehrere Sprachen. Eine herausragende Persönlichkeit, um das Mittelfeldvakuum der Gegenwart aufzufüllen, gibt es laut Rummenigge mehrere Kandidaten, Thiago kann alles. Kimmich kann es auch werden. Er hat diesen Anspruch, dahin zu kommen. Mit seinen 23 Jahren braucht er aber Geduld. Oder James. Und bitte Leon Goretzka nicht vergessen, der sich gut entwickelt hat. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr